was geht ab, Fitnessfreunde? Oskar hier und ich melde mich aus dem Urlaub wieder. Das erste Mal, gestern bin ich angekommen, gegen Mittag und gleich ging es schon los. Ja? Ich bin hier jetzt in der Wohnung von Freunden, von Bekannten und ich werde erstmal einen Tag hier sein. Morgen kommt dann meine restliche Familie und dann gehen wir in ein gemietetes Häuschen irgendwo am Strand. Wir sind in Maspalomas. Falls jemand das kennt, ist es auf Gran Canaria. Und gestern ging es auch schon los, als ich ankam. Es war Sonntag, das heißt, alle hatten frei. Wir sind sofort zu so einem geilen Pool gekommen. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe leider keine Bilder oder keine Aufnahmen. Es ist so ein Pool, ja, auf dem Dach. Und das Wasser fließt sozusagen rüber. Ja, ihr kennt bestimmt die Bilder, wo die Leute in dem Pool sind. Also man guckt direkt auf die ganze Insel praktisch und aufs Meer, während man im Pool sitzt. Und das war richtig geil. Ja, ich zeig euch hier mal, wo ich bin. Ich bin einfach in so einer kleinen Wohnung von Verwandten. Hier ist mein Zimmer. Also, so viel brauche ich euch gar nicht zu zeigen. Ist nicht so spannend. Normale Wohnung, Toilette, noch ein Zimmer. Und hier ist das Wohnzimmer. Und die Küche ist eigentlich richtig geil. Hier kann ich mir immer mein geiles Essen. Also, was ist geiles Essen? Ich versuche das zu essen, was ich auch immer bei mir zu Hause gegessen habe zum Frühstück. Hier 3 Omega-3. Dann werde ich jetzt mal. Eigentlich tue ich ja Honig rein und einen Kakao. Beides hier nicht gefunden bei denen. Ich bin gerade allein. Die sind gerade noch arbeiten. Wir haben schon Montag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Tropfen von denen hier, damit das Ganze auch ein bisschen Süße hat. Und wenn ich noch Milch dazu kippe, dann wird es sozusagen ein Vanille. Also dann wird das sozusagen Vanillemilch. Oder auch ein Vanilleshake. Also ein Vanilleshake besteht bei mir auch aus Milch, Proteinpulver und diesen Tropfen. Und wenn ich das so mache, ist es also auch ein Vanille-Proteinshake mit Obst. Und das esse ich immer zum Frühstück. Wie gesagt, ich bin auf einer Diät und ich habe mir was überlegt. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich es durchziehe, aber ihr wisst ja, ich habe keine Waage mit, meine Küchenwaage nicht mit. Und deshalb werde ich meine Macros nicht genau tracken können. Und ich dachte mir, ich mache mal ein Experiment. Ich bin zwar in der Diät, aber ich versuche mal, ob ich trotzdem abnehmen kann, ohne Kalorien zu zählen, ja, ohne meine Macros zu tracken. Und ich glaube, ich habe das auch ganz gut im Griff eigentlich. Ja, ich müsste das hinkriegen, dass ich trotzdem abnehme. Ich weiß ungefähr, was ich essen muss. Um auf meinen Eiweißbedarf zu kommen, muss ich morgens einen Shake trinken oder sowas. Das zähle ich auch. Also ein Scoop Proteinpulver war da drin, ja, 25 Gramm. Und abends ein Shake. Dann muss ich zwischendurch was gut Eiweißreiches essen, zum Beispiel viel Fleisch, Fisch oder Erbsen, Linsen, Bohnen oder irgendwas Eiweißhaltiges essen oder ja, Käse ist schon wieder fertig. Mal gucken, was sie hier auf der Insel so haben. Aber ich muss auf jeden Fall zwischendurch noch eiweißreich essen. Und dann abends noch wieder ein bisschen eiweißreich essen, damit ich auf meinen Eiweißbedarf komme. Das sind so 150 Gramm am Tag. Ich weiß ungefähr, wie ich da drauf komme. Ja, Kohlenhydrate esse ich einfach immer, habe ich einfach immer so gegessen, sodass ich keinen Hunger mehr habe. Also mit 250 bis 300 Gramm Kohlenhydraten komme ich ganz gut über die Runden, ohne Hunger zu haben. Und fettarm muss natürlich immer sein, sodass ich ungefähr 30 bis 50 Gramm Fett am Tag habe. Aber ich könnte es gut im Griff haben. Ich muss mal schauen, ob ich das mit dem Tracken lasse. Und mal gucken, wie die Diät dann verläuft. Ich gehe mal hier jetzt zum Fenster. Und ich sehe hier eigentlich nichts. Nicht so viel. Ihr könnt vielleicht nur sehen, dass die Sonne scheint. Aber der Blick ist nicht gerade überragend. Ihr werdet noch mehr sehen vom Strand und so natürlich. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wie ich hier gehe auf den Fliesen barfuß und so. Es ist so heiß, wir haben gerade morgens. Und ich kann hier nackt rumlaufen und ich spüre nichts. Obwohl das Fenster, alle Fenster auf sind. Also es ist schon ein Traum. Und ihr werdet noch mehr sehen. Bleibt auf jeden Fall dabei. Wir gehen jetzt hier gerade zum Strand, ich könnt ihr schon mal sehen, alles voller Palmen, genau wie man sich das vorstellt. Und was man hier auch noch merkt, hier an jeder Ecke, wie in Miami so ungefähr, an jeder Ecke gibt es einen Pool,
überall irgendwie Hotels oder Wohnungen. Und zu jedem Hotel oder zu jeder Wohnung gehört standardmäßig ein Pool. Hier gibt es wie überall eigentlich so kleine Schnickschnackläden mit Sachen. Wie eigentlich überall am Strand. Da kann man schon hier ein bisschen einkaufen, billig. Aber die Qualität ist bestimmt auch nicht so okay. So, und übrigens, Qualität hier, die ist richtig geil. Vielen Dank an Iron Lion für das Trainingsoutfit. Das bockt übertrieben. Richtig langer, geiler Strand hier. So ein übertrieben feiner Sand, kein Müll, alles sauber, perfekt. Und die Wellen sind da, meine Freunde. Also ich werde meinen Spaß auf jeden Fall haben. Hier nochmal die ganze Insel hier hinten. Und ich freue mich geil, also Urlaub. Da freut man sich ja immer natürlich, aber hier also ist echt meine absolute Lieblingsurlaubsinsel. Jo, Fitnessfreunde, guckt euch den schönen Anblick an. Wir sind jetzt gerade hier zum Pool gegangen, nach oben auf so einem Berg. Jetzt sitze ich hier gerade am Pool. Mit dem Essen läuft es so. Also ich habe mich jetzt entschieden, meine Macros nicht zu tracken. Ein Experiment, ein gewagtes Experiment in der Definitionsphase. Und ich habe keine Waage, nicht mehr, ich habe gar keine Küchenwaage und gar keine Körperwaage. Das heißt, ich kann meine Form nur anhand meines Spiegelbilds schätzen, ob sie besser oder schlechter geworden ist. Und bis jetzt ist sie gleich. Wir sind ja auch erst 2-3 Tage hier. Kann sein, dass sie etwas schlechter wird, dadurch, dass ich kein Training habe. Ja, ich habe nur Körpergewichtstraining hier, à la Liegestütze und Klimmzüge. Im Pool mache ich dann auch noch ein bisschen, aber das ist dann eher Kondition so. Und hier ist der Pool, ja. Ist ziemlich geil und es ist morgens um 9. Und wie ihr sehen könnt, bin ich hier schon in kurzen Sachen. Ja, das hier ist der Winter auf Gran Canaria, so sieht der nämlich aus. 25 Grad morgens schon um 9 und heute wird es bestimmt noch wärmer als gestern, denn ich kann es jetzt schon nicht mehr aushalten. Gestern waren 28, heute wird es 30. Und mit dem Essen läuft es eigentlich ganz gut bisher. Wir waren einmal in einem so ein einheimischen Restaurant, weil wir kennen hier die Leute. Wir haben hier Bekannte auf der Insel und die haben uns ein geiles Restaurant gezeigt für 5 Euro. Ungefähr 300 Gramm Fischfilet vom Grill, feinstes Fischfilet vom Grill, ohne Gräten. Also ich hasse das immer, ich liebe zwar Fisch, aber ich hasse das immer mit den Gräten, das Gefummel. Und ich will eigentlich immer richtig reinhauen in das Essen und das kann man halt nicht, wenn die Gräten drin sind. Und da waren halt keine drin. Dann konnte ich richtig reinhauen mit Kartoffeln. Die haben hier so auf der Insel so kleine Kartoffeln mit Schale. Schön in Salz so mäßig mariniert, dass sie auch schön salzig sind. Ja, und dazu dann ein Gemüse hatten wir einmal und das war natürlich für mich perfekt. Das war perfekt. Dann waren wir gestern, und das kann ich nicht empfehlen, überall am Strand ist es eigentlich mehr so touristisch veranlagt. Und da ist es auch schon auf die Touristen so angepasst, das Essen. Ja, das heißt, wir waren da beim... Es ist ziemlich hier windig, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir waren am Strand beim Chinesen, die gibt es ja überall am Buffet. Das war katastrophal. Ja. Da war alles paniert und frittiert, so dick Panade und so ein kleines Stückchen Fleisch da drin. Also das war überhaupt gar nichts für mich. Überhaupt nichts. Also da habe ich zwar gegessen, weil ich Hunger hatte, aber hatte ein richtig schlechtes Gefühl, weil ich glaube, ich habe 50 Gramm Fett auf einmal gegessen, meinen kompletten Tagesbedarf. Danach habe ich übertrieben darauf geachtet, kein Fett mehr zu essen. Und dann waren wir gestern, das habt ihr gesehen, den kleinen Ausschnitt, da waren wir Steak essen. Und zwar für 10 Euro hat die Portion gekostet, die ihr gesehen habt. In Deutschland kriege ich ein Steak, was doppelt so klein, also nur die Hälfte von dem
Steak ist von gestern für 20 Euro. Hier kriege ich das doppelte Stück Fleisch für 10 Euro. Und das werde ich wohl öfters nehmen, weil das war sensationell, das Steak. Auf den Punkt, medium, gegart und richtig schön saftig. Auch wieder mit den kleinen Kartoffeln und Gemüse. Kartoffeln und Gemüse ist eigentlich bei mir Standardbeilage und dann esse ich immer entweder Fisch oder Fleisch. Und mal sehen, was sie noch hier so haben. Werde ich euch natürlich auch mal immer zeigen. Oh, mit dem Essen ist es so, ich tracke das ja nicht, aber ich will meine gute Form natürlich halten und vielleicht auch noch verbessern, indem ich Körperfett verliere. Muskeln aufbauen kann ich sowieso nicht im Urlaub, aber ich hoffe, der Muskelverlust wird nicht allzu groß sein. Ich sag mal so, ich sehe das immer so, du trainierst das ganze Jahr über die Muskeln richtig hart und sie bauen sich richtig langsam auf. Wieso sollten sie sich dann richtig schnell abbauen? Man denkt das zwar immer, also ich habe immer das Gefühl direkt, wenn ich fettig esse, zum Beispiel bei dem Chinesen, dass ich zu fett geworden bin, wenn ich 3 Tage nicht trainiere, dass ich ein Lauch geworden bin. Das ist zwar nicht so, aber es ist immer das Unterbewusstsein eines Pumpers, was eigentlich immer so dabei ist. Ich muss eigentlich nur aufpassen, dass ich genug Eiweiß esse. Das heißt, ich trinke morgens meinen Shake mit 25, also 1 Scoop Protein, abends auch meinen Shake mit 1 Scoop Protein und zwischendurch esse ich dann richtig viel Steak und dann richtig viel Fischfilet oder sowas in der Art. Und das sind ungefähr, nach meiner Kopfrechnung, dann die 150 Gramm Eiweiß. Kohlenhydrate muss ich eigentlich nicht aufpassen, da bin ich nicht so ein Freak von. Da esse ich ein paar Früchte, ein paar Kartoffeln und das sind dann meine 250 Gramm oder 300 Gramm. Auf Fett muss ich nur achten, dass ich wenig esse und dass ich so zwischen 30 und 50 Gramm Fett bin. Das bin ich auch meistens, nur gestern halt nicht wegen den scheiß Chinesen, da gehen wir also nie wieder hin. Die einheimischen Restaurants sind am besten, weil da kann ich mir immer schön was Fettarmes und Eiweißreiches aussuchen und wie gesagt auch vitaminreich. Zu trinken ist natürlich standardisierterweise Wasser. 6 Liter am Tag, ja, im Urlaub ist es ganz besonders wichtig, weil man gerät so aus der Puste. Übrigens am Strand, es ist zwar kaltes Wasser, aber es sind so geile Wellen. Ich guck mal, ob der noch aufnimmt, der nimmt noch auf. Es sind so geile Wellen und ich schrei da, weil das Wasser kalt ist. Mir ist kalt, mein Körper braucht Energie, um meinen Körper wieder aufzuwärmen, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und ich bewege mich, weil ich unter Wasser gerissen werde von den Wellen und wieder rauf. Und das verbrennt, boah, ich glaube, das verbrennt mehr Kalorien als Joggen, was ich da mache, als schnelles Joggen, in den Wellen so rumspielen. Also deshalb könnte das auch ein Faktor sein, warum ich abnehmen könnte. Und das werden wir natürlich sehen, wenn ich wieder zurück bin und auf die Waage steige. Natürlich ist es jetzt nicht optimal, so eine Diät zu machen und auch nicht zu trainieren, weil wenn ich wieder da bin in Hamburg, ist auch direkt eigentlich die Fieber und deswegen kann ich nicht mit meiner besten Form da auftreten. Aber ein Urlaub muss sein, ich war lange nicht mehr im Urlaub und deshalb muss man auch irgendwann sein Leben mal genießen. Ich sage nicht, dass Training Arbeit ist. Ich liebe das Training ebenso wie den Urlaub oder noch mehr. Also es gibt eigentlich nichts, was ich mehr liebe als das Training. Ja, aber ich habe ja euch noch gesagt, vielleicht habt ihr das Video gesehen, wenn man 50 Wochen im Jahr durchzieht oder 48 Wochen, dann kann man sich auch mal 2 bis 4 Wochen Pause gönnen. So, insofern, ja, das war's erstmal. Ihr seht noch einen kleinen Ausschnitt gleich von meiner Form. Und dann könnt ihr es halt vergleichen nach dem Urlaub, ob sie besser oder schlechter geworden ist. Und ja, auf jeden Fall geht es noch weiter. Ihr werdet noch ein paar Ausschnitte sehen, aber wie gesagt nicht so allzu privat, denn ich nehme meine Familie nicht so gerne auf und stelle sie ins Internet. Jedenfalls, haut rein, euer Fitness-Oscar.